So, willkommen zurück zu einer neuen Forestos-Folge. Mit dem Hallöchen. Propestos. Was mit dem Propestos? Hast du mich gerade Propestos genannt? Ich weiß nein. So, ich hole jetzt mal das Wasser, um das mal auszuprobieren, ob ich Leben bekomme, wenn. Jo, und ich versuche schon mal das Floß zu. Weil in der letzten Folge hatten wir doch so unsere Probleme. War sehr grenzwertig. Ja, und darum haben wir jetzt uns dazu entschieden, ein Notverlag zu bauen. Und wir werden es da hinten, da bei der Insel da hinten errichten. Oh nein! Was? Oh nein! Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Oh fucking hell. Was machst du? Ja, da sind ganz viele Eingeborene schon wieder. Nee, Alter. Also, dass wir gar nichts mehr machen können, das ist schon hart. Wo denn? Unten am Strand. Das waren, glaube ich, nur zwei oder drei, aber. Ja, vielleicht kommen sie ja nicht her. Ja. Also ich habe jetzt mal drei so komische Blätter reingetan. Okay. Kann man so viele reintun, wie man möchte, oder? Ja, anscheinend. Also ja, so Medizin. Gut, jetzt brauchen wir noch sieben Baumstämme. Bin ich mal gespannt, was das jetzt bringt. Ob das was bringt. Soll ich eigentlich Steine, die ich so finde, schon mal hier reinklatschen? Magst du das so bauen, wie es ist? Wenn du damit zufrieden bist, sieht man gerade so schlecht am Tag, in der Nacht sieht man es Ja, nicht. prinzipiell eigentlich schon, weil da geht's hier, dann kannst du hier schön weiter zum Wald und sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Genau, und dann kann man es noch ein bisschen erweitern, wenn weitere Gebäude dazu kommen. Nee, hat nichts gebracht, hat dir kein Leben dazu gebracht. Energie hat es dir gebracht. Ja, toll. Ja, dann brauche ich eigentlich echt. Entweder muss ich da drin Medizin nehmen. Oder du gibst mir Aloe Vera. Wie es Wie dir viel lieber ist. Medizin haben wir denn? Weil Medizin finden wir, glaube ich, dann relativ viel Vier, eigentlich aus. fünf. 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 Aktuell. Ja, nimm dir einfach so ein scheiß Medizin-Ding. Gut. Aber ich brauche unbedingt, weil das hilft einfach nichts. So. Ist fertig. Ich sage jetzt nicht, dass es verpackt ist. Ich kann nicht fahren mit dem Floß. Ich kann mich drehen, yay, aber ich kann nicht fahren. Ehrlich. Fick der Scheiße, komm jetzt, gib. Gummi, komm. Kann man irgendwie anstoßen? Das ging, glaube ich, doch ein Sturz, oder? Ja, genau, Ja. zack. Alter, ist es hier zu flach für das Floß, oder was? Ja, komm. Ich möchte stoßen. Toll, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ach Gott. Ich schau mal zu dir, was du da so treibst. Lass mich wieder aufs Floß! Lass mich aufs Floß! Nein! Ach, das passt ja eh dann voll hier bei SOS so. Oh mein Gott, schnell weg! Fucking hell. Ah, oh. Aha, oh. Warte, vielleicht wieder ein bisschen nach rechts schieben. Hey, da ist man doch immer hochgekommen, oder? Normalerweise schon, ja. Oh, ja, Gott sei Dank. Kannst du fahren? Ah ja, es Yay. funktioniert. Gott sei Dank. Kommen Sie her. Oh, hi. Wir sollten vielleicht gleich. Oder warte, bauen wir mal drüben die Blaupausen und dann. Schon, oder? Hätte ich jetzt auch gesagt. Naja, schauen wir uns das mit den Inseln erstmal an. Gut, also. Dann bauen wir da jetzt zwei Schildkröten, was da aufhängen.
Ja, hätte ich schon gesagt. Weil ich glaube, eine, wenn wir dann wirklich beide in der Nacht mal Durst haben und dann darüber fahren und dann ist nur ein so ein Ding da, könnte es ganz schön knapp werden. Ja, gut, gehen wir auch schon mal sicher. Vor allem, wenn wir vielleicht länger mal aushalten müssen. Weil es ist einfach doch hart geworden, also das habe ich jetzt wirklich also gemerkt. Theoretisch müsste man da dann auch einen Munitionsvorrat machen, oder? So mit Pfeilen oder sowas vielleicht? Hier ist ein Korallenriff. Gut. So. Ja, es sieht doch gut aus hier. Und dann hier ist so ein jo. Hütchen. Oh, hier ist was zum Wegsprengen. Oh. Perfekt. Also. Ja, ich baue hier gleich mal das Lagerfeuer hin. Okay. So, welche Farbe hatten wir da jetzt immer zum Wegsprengen? Gelb, oder? Kein blassen Dunst. Ich glaube gelb, ja. Hallo, ich würde hier gerne... Ah ja. Jo. So, was brauchen wir noch? Dann theoretisch dann die eine Hütte. Dann Wassersammler, zwei Stück, ne? Ach. Die baue ich hier her. Wollen wir so ein... Eigentlich wirklich nur so ein provisorisches Lager, oder? Das, wo wir schlafen können und so. Da wollen wir gleich so einen Jagdunterstand machen, wo er dann wahrscheinlich länger bleibt. Nee, komm. Nee, nur so ein kleines. Ja. Das ist jetzt mal nicht das, was kaputt geht, wenn wir es benutzen, oder? Doch, das ist das Ding. Ich habe ja gerade gefragt, oder was anderes. So, nee, ich dachte schon, du meinst so ein kleines. Ach so. Das war also dann so ein Jagdunterstand, oder? War das? Also so ein Ding dann wahrscheinlich. Jagdunterstand, genau, aber so ein Ding. Okay, aber das braucht dann... Ich meine, wir brauchen da keine kleine Blockhütte, aber so ein Jagdunterstand wäre ganz geil. Ja, gut, also wir brauchen jetzt Sticks, Steine und Baumstamm. Steine sind nun mal hier auf der Insel, habe ich schon ein paar gesenkt. Einen Stein habe ich gefunden, hier noch einer. So, jetzt brauchen wir nur noch 7 Baumstämme. Alles klar. Nichts leichter als das. Aha, einen Stick brauche ich ja auch noch. Ich guck mal rüber zu der, was da hinten so gibt. Gut, jetzt habe ich noch 2 Vögel gekillt. Kann man das noch essen? Perfekt. Ja, also zum Sprengen? Nee, das sieht nur so aus. Manchmal denke ich, das ist so ein Ding zum Sprengen, aber das sieht nur so aus. Also wollen wir dann da eventuell noch so einen Pfeiler? Ich weiß nicht, wäre gar nicht mal so blöd und ich meine, das haben wir in Unmenge an die Pfeile, ne? Eigentlich schon, ja. Man also könnte es ja mal. Ein Knochenkorb, dass man hier nochmal zurückkommt und Rüstung. Aber irgendwie bezweifle ich, dass wir jemals so viel Stoff haben werden. Nee, so viel Stoff werden wir nie haben. Und auch Knochen noch hierher bringen. Das ist... Nee, ich habe gar nichts mehr. Sticks habe ich gar nicht mehr. Sonst hätte ich hier das Wasser-Auffang-Ding gemacht. Ich sag mal so... Gut, Felllager, Fallkorb, Knochenkorb. Vielleicht noch ein bisschen was zum Essen? Also ist das so einen kleinen Schrank, so einen großen Schrank irgendwie? Ich weiß nicht, ob ich Schrank. Ich hätte jetzt so ein Fleisch. Trocknen. Ja, zum Trocknen, so ein Fleisch aufhängen, weil das würde ja nicht schlecht. Oh ja, das wäre vielleicht auch noch so. Da könnte man dann so 1-2 Fleisch aufhängen, wenn wir mal einen Reh oder einen Hasen haben. Ja. Haben wir es dahin, oder? Genau. Sieht ja richtig nice aus. Gefällt mir. Ja. Ich sehe das schon, irgendwann mal wollen wir das Ding hier aufspringen, schmeißen hier Dynamit hin und bam, alles weg. Das wäre wieder typisch, ja. Ja, das wäre so typisch Conskull. So, dann fahren wir weg. Ich hätte nie gedacht, dass wir nochmal Floß brauchen.
Ich auch nicht, ne? Hat er überrascht. Aber die letzte sehr. Folge? Ja, die hat mich einiges gelehrt. Ja. Dafür ja gut, jetzt haben eigentlich schon drei so Dinge zum Aufsprengen, das wird ja langsam. Was findet man gleich wieder? Ein Revolver oder sowas, ne? Ich glaube, eine Schrotflinte war es. Oder Schrotflinte. Und die kannst ja dann mit dem, ich glaube, mit den Münzen kannst du dann die Munition machen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Lol. Oh, da ist ein Willkommens... Kommando. Ist das ein Mutant oder ist das? Nee, das ist kein Mutant. Aber ich fahr mal schnell dahin, weil ein Effigy ist feig. Lol. Lol. Überall diese Schildkröten auf einmal. Ja, die begrüßen uns wirklich schon, ja. Wo sind die Effigies? Da vorne ist eins. Eins sehe ich, aber das hätte ich jetzt. Hätte ich gern. Das Ding ist. Gut, aber Knochen. Das ist doch. Das ist doch ein Mutant, der so komisch schnell läuft. Obwohl, nee, doch nicht. Hat uns auch schon. Komm, dann holen wir schnell. Hin. Da hinten kommen noch mehr, Alter. Da ist Stoff. Eine Spinne. Okay, man will weg. Oder was sollen wir die eine machen? Aber da hinten sind noch mehr, ne? Da hinten kommen wieder die großen. Aber schnell. Vielleicht. Aber vielleicht können wir die schnell fertig machen. Bitte die. Da kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Ja, aus weg. Kommen wir die her. Müssen wir mal ein bisschen Ausdauer tanken. Ja, ich kann fast viel Wasser. Kackvögel, Alter. Kommst du mal her? Die ist konzentriert, also die zu anderen zwei konzentrieren sich auf mich, da kannst du den anderen schön fertig machen, eigentlich. Ach, endlich. Eine ist down. Hä? Was? Wo ist denn? Lol. Bleib da. Du brauchst auch nicht mehr weglaufen. Oh. Oh. Ja, Schnauze. Gut, jetzt. Nimmst du den anderen mit? Ich nehme den mit. Moment, ich bin blutüberströmt. Ja, man kann, aber... Das Floß, wollen wir es stehen? Ja, du kannst es. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ja, lass. Können es dann holen. Ach so, lol. Was? Ich habe vergessen, wie das Floß fährt mit der rechte und linke Maustaste. Mich hat schon vorhin gewundert. Hä? Oh mein Gott. Und ich bin mit WASD dann nicht mehr so. Hä, wieso geht das nicht? Nee, komm, aber. Das ist nicht selbstverständlich. In unserem Lager sind ganz schön viele. Ich hab Hunger. Komm, ich hab einen Freund von dir. Na? Wir könnten echt selber mal diese Effigies aufstellen, mal schauen, was passiert. Ob dann noch mehr Leute kommen oder wie das dann ausschaut. Komm. Aber ja, gut, Headshot macht echt gut Schaden. Aua! Oh, ich hasse es, wenn die Ausdauer vorbei ist und du dann aussehen einmal nicht. Jetzt ist. Ah, Mann! Ich habe mir vorhin Rüstung gemacht. Ich habe mir vorhin extrem viel Rüstung gemacht. Ich habe die halben Knochen verwendet und ungefähr 7 Stoff oder sowas, ne? Rüstung weg. Einmal getroffen. Rüstung weg und die Hälfte des Lebens. Ne. Du Ficker! Alter, du Arschloch! Geht das? Nein! Nicht unsere Nahrungsreserve. Nee, nee, nein, 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 ihr Fotzen! Nein! Ihr Fotzen! Nein! Nein!
Nein! Oh, das sind viele. Vorsicht, du! Oh, shit. Alter, ohne Witz. Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Alter, wie sind denn da? Alter! Ich brauche Energie. Wo? Wo hast du das Floß hingepackt? Ah! Aua! Das ist noch da hinten. Oh, lol. Ja. Ein Headshot, der war gut. Oh. Alter, wie viele das denn? Ja, die Fetten dürfen dich nicht erwischen. Alter, das muss wie lange die aushalten. Aber das Gute ist, man kann den Angriff teilweise unterbrechen von denen. Einer tot. Laufen wir jetzt weg. Laufen weg. Dann nehme ich ihn nochmal mit. Alter. Oh, aber das ist unsere Nahrungsreserve. Nee, das ist gerade richtig hart. Vor allem, das ist ja nicht so, dass du es wieder aufheben kannst und aufhängen kannst. Wir müssen das in einem Haus bauen oder sowas. Mir gerade klar geworden. Ja. Fast, ja. Ich weiß schon, wozu das neue Haus. Ich weiß schon, wozu das neue Haus gedacht ist. Wir können auch gleich die Nahrung einfach drüben bunkern und zum Essen einfach. Ernsthaft jetzt. Und einfach nur mit unserem Garten. Einen Garten drüben vielleicht noch bauen, wenn man zu viele Samen hat. Schauen. Geht die mir auf den Sack, die Frau, echt. Mir ist gerade irgendwie alles schwarz-weiß. Hast du so wenig Leben? Ja, ja, die ganze Zeit schon. Ich kämpfe die ganze Zeit so. Krass. Schon seit ungefähr 3 Folgen oder so. Hast du jetzt vorhin nicht gerade Medizin genommen? Ja, da hatte ich einmal wieder voll Leben und ich habe mir dann auch Rüstung gemacht. Also da war ich wieder voll da, aber du warst sofort wieder weg. Alles. Das Problem ist jetzt schon wieder Nacht, ne? Jetzt ist schon wieder Nacht. Jetzt können wir eigentlich wieder schlafen gehen und dann haben wir die ganze Kacke wieder. Naja. Boah, das Haus ist am Arsch. Gott. Alter. Wieso greifen die auf einmal da das Haus an und dann... Aber vor allem, die haben ja richtig... Das kannst du ja nicht mal reparieren, das müssen wir ja neu bauen jetzt, ne? Ja. Ich höre ein Baby. Ja, ich auch. Mann. Ich weiß nicht, war dann... Leute, wieso kann ich das nicht reparieren? Wenn du das jetzt aktiv... Ah, oder so dann, ja. Das ist eine gute Idee. Hier war der Eingang, ne? Die Tür, ja. Andersrum, glaube ich, ne? So. So müsste es sein, ja. Ja. Ja, genau, das ist innen. War da ein Fenster? Nee. Nee, oder? Nee, alles gut. Baby, ja. Au, Alter. Du Sack! Lol, die ziehen richtig viel Leben ab. The fuck? Alter, ohne Witz. Ich konnte jetzt leider nicht draufschlagen, weil die direkt bei uns so geht. Ja, ich seh's ja. Jetzt. Nicht Lagerfeuer, bitte. Oh ja, hier voll die Fliegen. Ich krieg das Lager. Scheiße, ich krieg das Lagerfeuer nicht mehr an. Ah, jetzt war's. Hast du gerade angemacht? Ey, wir müssten vielleicht schlafen. Unbedingt, ja. Und gehst du rein? Speichern. Oh, Alter, das wird gerade richtig hart. Das ist richtig schwer. Oh. Holy shit. Oh, Scheiße, ich brauche unbedingt was zu essen. Oh, ich glaube, ich brauche jetzt einen Snack oder so. Ach, schauen die Beete aus. Ach, Scheiße, unsere Lebensmittel, Alter.
Nein, was habe ich getan? Nein, warum? Alter, die Beete, die rettet uns gerade das Leben, Alter. Ja. Doch, ich lasse ein bisschen was übrig. Ja, ja, ich auch. Kann ich? So, das. Die Knochen. Ach so. Ich tu gleich nochmal neue Setzen hier. Ich muss nochmal Medizin nehmen, es hilft einfach nichts. Es tut mir leid. Alter, wie viele Knochen sind das? So war. Ja, aber das ist eigentlich. Das könnten wir echt überlegen, eventuell. Obwohl, aber das wäre irgendwie auch wieder richtig nervig, wenn man weg am Essen immer. Ja, das wäre nervig. Wirklich im Haus aber vielleicht. Aber vielleicht irgendwie so bauen, dass sie halt nicht sofort dagegen schlagen können. Also ja, wirklich, hier im weil Haus. Das war halt gerade genau in so einer Ecke, wo sie sich halt verfangen können, blöd gesagt. Ja, dann machen wir hier, machen wir das Haus zu Ende und machen wir es hier im Haus, hier hinten, oben, ja. Im Eck. Ja. Also hier, warte, ich baue gleich welche hin, weil... Alter, wieso kann ich das denn hier jetzt nicht rüber? Das ist irgendwie nicht. Hä, ich find's gerade nicht. Bin ich gerade doof? Soll ich dir helfen? Ach, trockengestellt, da habe ich's. Passt schon. Da gibt's ja groß-klein, nee, ne? Ne. Wie magst du hin? Länglich oder? Wir könnten noch zwei hinbauen, theoretisch. Ja, ist es so jetzt? Und daneben noch eins oder? Ja. Ja? Das sieht, glaube ich, besser aus. Da kommen wir auch besser hin irgendwie. Ach scheiße, kein Sticks. Ach, ich brauche keine Sticks mehr. Oh, so. Nee, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder so viel Zeit brauchen, um das erstmal frieren, dass wir wieder nicht dazu kommen, da weiterzubauen. Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt in Ruhe das erstmal frieren. Oh, das ganze können. Essen ist weg. Ja, wir müssen uns um Essen kümmern. Junge. Ja. Nee, wir müssen das blöd gesagt irgendwie jagen gehen oder so. Blöd ist halt, dass man das Vogelfleisch irgendwie nicht aufhängt. Also vielleicht jetzt nach Fisch suchen. Die ja, grünen Dinger sind die Hasenfallen. Ja, ich guck mal nach den Hasenfallen-Dinger, weil das ist ja auch schon ewig her. Das ist noch offen, Alter, das ist so traurig. Das ist auch kaputt übrigens. Also das ist leicht kaputt, beschädigt. Ja, bei meins war auch noch offen. Ich hole mir auch noch Pfeile, weil Pfeile brauchen wir ja immer, ne? Weil ja. Auffüllen. Sticks brauchen wir. Das ist auch noch offen, okay, krass. Was ist noch offen? Die Fallen. Achso, ja. Oh nein, schon wieder! Ah, nee. Komm, lass mich doch in Ruhe. Nee, dann geh weg von der Unterlage oder was auch immer. Oh, wir müssen. Ich glaube, du musst hier echt lernen, auszuweichen mittlerweile. Fast, habe ich das Gefühl. Nicht mehr immer kämpfen, weil. Ja, aber die verfolgen dich immer. Ja, das stimmt auch wieder. Und ich suche gerade irgendwie nach Aloe Vera oder sowas, weil das ist lebenswichtig gerade. Also ich hätte theoretisch Aloe Vera. Ja, klar, aber ich glaube, das brauchst du auch demnächst bald. Wenn es so weitergeht. Ah, apropos, ich könnte mich mal heilen. Oder wie viel bringt denn das? Ich möchte jetzt nicht umsonst zu viel heilen. Ach, ich bin an unserer Staffel 1
V. Ah, ja. Ort. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, hier alleine rumzulaufen. Wollen wir jetzt siebenmal, also zweimal, siebenmal, nee, halt eins, zwei, drei, ich sag mal viermal mit Baumstämmen rüberfahren mit dem Floß, oder wollen wir da dieses Ding draufbauen? Nee, da fahren wir rüber, oder? Weil das, ich weiß nicht. Hat wie viel kostet denn das Baumstammlager? 16 Sticks. Das wäre jetzt kein Problem, aber das war ganz schön... Oh, ich habe Aloe Vera gefunden. Das war ganz schön aufwendig, ne? Das hin und her fahren. Ja, weil es halt so leicht buggy war. Ja. Ja gut, aber es ist vielleicht auch wichtig, jetzt dieses Lager da drüben fertig zu... Auch, ja. Obwohl, nee, das aber ist ich glaub, zu zweit. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das Wichtigste gerade ist echt, dass wir die das Haus fertig kriegen. Und, dort unser das wichtig, das Essen. Ja. Das Haus und Essen. Ach, da läuft schon wieder einer. Also ich versuche mal, die Baumstämme ein bisschen zu sammeln. Oh Gott. Oh Gott, bitte, bitte lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Ich laufe gerade einfach nur weg, in der Hoffnung, dass sie mich ignorieren. Schaut gut aus. Du findest auch keine Tiere mehr. Keine Rehe, keine Hasen, gar nichts. Jetzt, ne? Wo man es bräuchte? Nicht, ne? Du könntest den kleinen Fisch. Sehen oder ja, so. Ja, ich hab Fische. Der ist schon mal gut. Mal anfangen. Hä, hey, was ist denn... War das nicht nur zwei Sticks eigentlich? Zwei Sticks ist ein Speer, ja. Geht nicht mehr. Doch, das geht. Ich habe ja vorhin erst noch... Ach so, ja, ich weiß, warum es nicht geht. Ausrüsten. Ich habe schon einen. So. Also. Wir tun so, als hätten wir das jetzt nicht gesehen. So. Ich hoffe, dass man keine Fischpopularität ausrotten kann. Ich würde sicher deshalb immer einen Fisch irgendwie drin lassen. Es sind aber nur zwei drin. Oh, dann lass wenigstens doch lass wenigstens einen drin, sicher. Hauptsache ich habe einen Fisch und du musst halt noch was holen. Nee, ich glaube ich habe jetzt... Habe ich jetzt beide? Ach, was für eine Scheiße war das denn jetzt, ehrlich? Was ist los? Ich glaube, ich habe gerade den Fisch erwischt und gekillt. Mhm. Das war zu gut. Und genau, dann habe ich ihn erwischt und gekillt und genau in dem Moment bin ich ins Wasser gefallen. Und dann hat's nicht gezählt. Und die habe ich nicht im Inventar und er war tot. Also Haus ist fertig. Das ist schon mal gut. Ach, Regen ist schon gut. Ja, ich habe auch gerade Bären gefunden. Das ist auch ganz gut. Ja, ich krieg langsam wieder Hunger. Schauen wir mal, das ist noch Bären. Bären in dem Spiel wären auch noch geil. Also Bären. Also mit Genau, mit Bären. Bär. Ein Bär. Wohl. Also die Fallen, die bringt's echt gar nicht, Alter. Ne? Die sind richtig scheiße. Ich glaube, ein Garten wäre drüben geil. Da hast du recht. Also so ein Garten. Und den könntest du eh nicht kaputt machen. Und da hätten wir immer Beeren. Mit E. Beeren. Mit Doppel-E. Mit Doppel-E. Ja, ich glaube. Schon, oder? Ja. Wäre ganz gut. Oder auf Tiere kann man sich nicht verlassen. Nee, weil die gibt's echt selten. Ich meine, klar, Fleisch, ja, bringt mehr und so, aber wenn du mal... Ja, doch, aber die Bären, die wachsen einfach immer nach. Nee, die sind klasse. Die bringen eigentlich vom Hunger, glaube ich. Ja, die sind gut. Also das alles im grünen Bereich. Und wir müssten jetzt bald die Folge wieder beenden. Ja. Oh ja.
Also voraus geht die Zeit so schon vorbei, das ist übel. Also ich muss dich leider enttäuschen, ich habe kein Hasen, kein Reh und auch kein Lurch gefunden, also gar nichts. Keine Echse, nichts. Ja, ich gehe auch gerade noch ein bisschen rum, aber... Ich gehe jetzt wieder Richtung Heimat. Hast du wegen Fischen da reingeschaut, wo wir immer Wasser holen? Nee, da. Oder woanders? Nee, woanders, das war unterwegs. Gut, dann schaue ich da mal rein. Ja. Was war Höhleneingang? Zu markieren? Pink vielleicht? Pink. Weil ich hätte hier auch was gefunden. Sicher, dass es pink war? Nein. Ich mache jetzt einfach mal pink. Oh, da hinten ist ein pink, da ist... Doch, es könnte pink sein. Das ist so violett, oder? Meinst du? Ja, das ist violett, ja. Ich habe auch gerade eine Höhle gefunden, lustigerweise. Ich bin da gefühlt schon ziemlich oft vorbeigelaufen. Ja, wahrscheinlich ist es die gleiche, ist nur so ein Seil. Oh nein. Oh nee, bist du wieder angegriffen. Nee, die sind gerade vorbeigelaufen. Was? Manchmal hilft es einfach weiterzulaufen. Also wirklich, einfach rennen. Ignorieren sie dich auch manchmal. Aber jetzt sind wir wieder... Kommst du langsam zurück? Ja, also bringt das eigentlich was, die FFGs zu... Weil die eigentlich nur... Also ich finde, die bringen einfach nur Stoff. Ah ja. Ich komme in Frieden. Lassen Sie mich bitte... Oh lol, die umzingeln mich gerade im See. Ja. Ziemlich uncool. Hast du Fisch gekriegt? Ne, hab keinen gefunden. Das ist not gut. Weil irgendwo links von uns war, glaube ich, irgendein. Lol, die sind ja direkt bei uns. Und nicht schon wieder, Alter. Hey, der eine ist in unserem Speicherstand. Ja. Willst du mich für Scheiße an? Bisschen weggehen. Oh shit, oh shit. Bin da. Ein Treffer noch, ich bin dead. Ja, ich bin. Du läufst gerade weg, ich wollte dir gerade helfen. Ja, ja. Oh, au. Wow, fucking hell. Nee, da darf ich wieder Medic nehmen, Alter. Ja, ich hab auch schon Medic. Alter, ich hab so viele. Rückzug. Ich muss weg. Ja, muss weg. Ins Wasser. Bei mir ist alles schwarz-weiß. Nein! Baumstamm. Bist du bereit? Was los? Geht los. Fahr. Gut, das reicht schon. Ach, das war daneben. Ich wünschte, ich könnte den Kopf ein bisschen. Ja, Headshot. Ja, perfekt. Bisschen schnell verloren. Das ist eine gute Taktik eigentlich. Toll, jetzt müssen wir nur noch aufs Los kommen. Na was? Nein! Nein! War eigentlich auch wieder unrealistisch wie viele Pfeile, Mann. Oh, ich schieß da daneben, Alter. Oh, lol, okay, der Pfeil fliegt doch an mich wieder. Ah, Kopftreffer. Jawohl.
Au, 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 au. Lol, wo kommt der vom her? Ich weiß es nicht. Wow, Alter, der Pfeil mich erwischt. Oh, ja, jawohl, Kopftreffer. Jawohl. Also Kopftreffer bringt's voll. Ja, voll, voll. Dann probiere ich jetzt öfters auf den Kopf zu treffen, erzielen. Das ist richtig One-Shot, ne? Ja, auch gegen die stärkeren, größeren. Und wir sind gerade Überlänge, ne? Oh, ist aber gerade so schwierig, da irgendwie aufzuhören. Ja. Wir kommen ja nicht mal dazu, da irgendwie eine Pause. Ah, oh, Mann. Also, ich hätte nicht. Also, am Anfang auf Hardcore, das war schon. Dachte mir, ja, das sind mehr Gegner ein bisschen und so weiter. Aber. Holy moly. Ich weiß es einfach nicht, ob das jetzt heftig was bringt, wenn wir Effigies bauen oder. Die haben doch Angst vor Feuer, oder? Ja. Wenn wir wirklich alles, unsere Basis echt gut mit Feuer ausschmücken, also mit so Fackeln und so. Dass die vielleicht, ja gut, aber die kommen ja eigentlich gar nicht in der Nacht. Ich weiß nicht, ob, wir könnten es mal ausprobieren. Ey, was wollten wir jetzt mal, ah ja genau, ich will jetzt meinen Fisch erstmal da reinhängen, damit der schon mal hängt. So. Bevor der schlecht wird. So. Fisch. So. Der erste Fisch hängt schon mal. Also bei uns sind ja relativ viele Vögel. Wir sollten jetzt vielleicht mal Vögel schießen. Oh, Mann, 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 Mann. Ach, du hast schon wieder gepflanzt. Das ist sehr gut. Ich behalte mal meine Pflanzdinger für drüben. Und wir müssen jetzt die Folge beenden. Gerade wo keine Gegner da sind, müssen wir schon mal. Ja, ja, es ist eine gute Idee. Boah, ist die ich tue nur noch ganz schnell. Komm, nee. Oddi, oh, geil. Ja, warte kurz. Ich tue noch ganz schnell mein Fleisch rein. Oh, hier ist voll. Wie viel Stoff habe ich? Ah, 3. Okay, doch eine Rüstung kann ich machen. Ja, ich sollte vielleicht jetzt auch doch ein bisschen Rüstung machen jetzt. Also Knochen haben wir eigentlich fast genug. Also Knochen geht gut voran. Nur Stoff fehlt uns jetzt. Und jetzt kommt jetzt ne ohne Scheiß. Ja, ganz kurz noch schnell Knochenrüstung vielleicht. Es ist so ein bisschen stofflastig, glaube ich. Na gut, ich hab's gebraucht. Ich hatte keine Wahl. Und Junge, 40 Minuten. Oh, okay, krass, krass, krass. Ja. Komm, wir können ja direkt im Anschluss weitermachen. Ja. Wenn. Ich komme zu dir rein, dann machen wir schnell da drin. Alter, das ist richtig viel, Alter. Wieso? Der ganze Körper ist voll. Ja, ich glaube, ich habe jetzt 4 Rüstungsteile hergestellt. Alter. Ich bin froh. Nee, ich hatte jetzt 32 Stoffdinge gehabt. Was? Junge. Ja, ich habe davor die ganze Zeit Lizard-Rüstung gehabt. So. Naja, wie dem auch sei. Dann schon mal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ja, hat uns sehr gefreut. Ja. Und ja, wir brauchen jetzt echt mal irgendwelche Pläne, wie wir mit der Zukunft damit umgehen wollen. Ich höre dich gerade wieder doppelt. Also wir brauchen. Ganz merkwürdig. Oh. Gehen wir so weit. Wir brauchen jetzt unbedingt irgendwie ein größeres Waffenarsenal mit Bomben und sowas. Ja. Und wir müssen wahrscheinlich jetzt demnächst echt. Effigies bauen, ja. Also Höhle gehen, Effigies bauen. Nein, aber das haben wir. Wir kommen nicht dazu. Ich meine. Wir müssen jetzt erstmal. Ja, aber ich sag mal, wenn wir in der Höhle sind, greifen die uns ja normal an. Also so die frei rumlaufenden. Und die greifen hoffentlich auch nicht unser Lager an. Also wenn wir ja nichts, um in eine richtige Höhle zu gehen. Ich habe keine Rüstung, ich habe kaum Leben. Gut, also wir haben hier genau genug Soda. Wir hätten eigentlich hier. Ich brauche Stoff. Wir müssen mal wirklich Stoff suchen gehen. Und das ist ja eigentlich in den Höhlen, oder? Stimmt, das könnte sein. Also in den Höhlen so, vielleicht Soda und. Alkohol, glaube ich. Ja, vielleicht in so ein, zwei Höhlen, vielleicht in der Nähe, nur mal reingucken. Ja. Wenn es zu hart wird oder wenn Mutant kommt, wieder rausgehen.
Und aber wir haben eh relativ viel Alkohol. Wir könnten echt mal einen Molotow-Cocktail oder sowas probieren. Können wir mal wirklich probieren. Aber jetzt erstmal. Das machen wir aber jetzt. Genau. In der nächsten Folge, ganz klar. Okay. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.